Nein! Du behinderte Schlampe! Oh, die ist so dumm. Die ist einfach so dumm. Vermeide direkten Beschuss. Unterwegs. Vermeide direkten Beschuss würde ich ja auch gerne, aber... Mann, oh Mann, oh Mann. Man merkt sofort, dass ich die andere Waffe wieder hab. Die ist 100 mal besser. Ey, wie sie einfach rübersprang eben ohne... Oh, Mann! Ich will nur die Deckung loslassen und dann... mache ich das immer währenddessen ich schon noch auf diesem Knopf bin und dann springt sie halt. Das müsste ausreichen. Ja, Garrus hier wieder, der ganz mutige, der verblödete je nachdem. Der ist schon wichtig, ey. Ich bin kein gutes Vorbild, schon. Oh! Neutralisiert! Moment. Boah! Huddle Egg. Hat auch Muni fallen lassen, 1A. Ihr braucht nicht immer zu mir rennen hier. Ich bin nicht eure Mami. Ihr könnt auch einfach weiter von vorne gehen. Nein, ich will die andere Waffe. Nein, ich will nicht diese. Die andere Waffe. Die andere Waffe halt. Die keine Muni hat. Ärger voraus. Nein, schon wieder Hunde. Einer ist erledigt. Bleibt da schön, wo ihr seid, diese Tiefe, ey. Autsch! Mann, Mordin. Wie wird's euch übertreiben? Feinde im Ansturm! Joa, so ist das halt. Und weg damit. Das wird ein harter Treffer! Na, Kollege. Sieht nicht so prickelnd aus für dich. Und, höp! Hier, ich bin zu oft in irgendwelche Leute gerannt. Das kommt jetzt gerade recht. Ja. Mach mal den hier auf. Ich zünde sie an. Autsch. Ich hab wohl, glaube ich, seine Dienst getroffen. Die Waffe oder so. Explosion in Kasse. Er hat ja hinten. Gute Arbeit! Ja, er hat doch da hinten so einen Sauerstoff, so einen Tank für die. Für das, was immer der auch hat. Flammenwerfer würde ich schätzen. Und den habe ich ihm scheinbar hochgehen lassen. Macht mächtig mir nicht. Mächtig, mächtig. Nur, kaum natürlich. Komm, springe ich rüber, kommt da einer. Oh, mach ruhig den hier mal. Leute, ihr solltet nicht so gefährliche Apparate auf euren Rücken haben. Das ist nicht immer gut. In dem Fall ist es eigentlich nie gut. Na? Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Hat er gerade einen Stimmbruch bekommen? Scheiße. Oh. Du hast Arschloch die ganze Zeit deine fuck Gesundheit wieder hoch. Nein. Wie ich ihn einfach nicht treffe. Ja, Garrus oder Mordin haben ihn erledigt. Was weiß ich, wer es war. Mir egal. Hauptsache er ist tot. Moni, Moni, Moni. Ja, jetzt darf ich wahrscheinlich wieder mal hacken. La 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 la. Jupp, darf ich natürlich. Moment. Hä? Ich bin irgendwie gerade verrutscht. Was war denn das jetzt? Warum hakt es gerade so ekelhaft?
die Cursor kaum richtig bewegen. Ich hab das übrigens gar nicht. Ich weiß nicht warum. Mein PC macht eigentlich keine Anstalten. Komisch. Umfunktioniertes organisches Krankenhaus. Stabil ge... Schade. Es macht keinen Spaß, sich durch Krankenhäuser zu kämpfen. Wo macht's denn Spaß, sich durchzukämpfen? Gärten, Elektronikläden, Antiquitätengeschäfte, aber nur, wenn sie Klasse haben. Okay, Gareth. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Diese Leiche, ein Mensch. Kurze Untersuchung notwendig. Geschwüre, Tumore, Quetschungen an Handgelenken und Knöcheln, zahlreiche Injektionen an mehreren Stellen. Testobjekt, Opfer von Experimenten. Es lässt sich vermutlich nicht ermitteln, wer dieser arme Kerl war, oder? Keine Tätowierung, keine Identifizierung. Vielleicht Sklave oder Gefangener, vielleicht Söldner oder Pirat. Nicht mehr von Bedeutung. Eindeutig Teil der Tests zur Heilung der Genophage. Menschen nützlich als Testobjekte, genetisch vielfältig. Dadurch Erforschung von Behandlungsbedingungen möglich. Toll. Experimente an Menschen? Genau deshalb könnte man Cerberus fast für eine gute Idee halten. Habe selbst nie Menschen dazu benutzt. Widerlich, unethisch, unsauber. Wird von skrupellosen Forschern gemacht, nicht von Leuten, die nachdenken. Hat in wahrer Wissenschaft keinen Platz. Dass Korgana Menschen verwenden, ist keine Überraschung. Sie mussten doch sicher auch Tests am lebenden Objekt durchführen, als Sie die neue Genophage entwickelt haben. Nein, ist unnötig. Habe Tests beschränkt auf Simulationen, Arbeit mit Leichen und geklonten Gewebeproben. Komplizierte Tests an Baron durchgeführt. Keine Tests an Spezies, die fähig zur Integralrechnung sind. Einfache Regel, habe sie nie gebrochen. Integralrechnung passt schon. Jetzt haben wir zwei Gründe, diesen Laden stillzulegen. Müssen zum Mählen. Den Toten hilft keiner mehr. Wohl wahr. Integralrechnung, ehrlich. Passt schon. Nächste Sequenz, geil. Ich bin der Sprecher des Verloc-Clans Außenweltler. Sie haben unser Blut vergossen. Eigentlich müssten sie längst tot sein. Aber Verloc Gold, der Chief aller Chiefs, hat befohlen, ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben, damit sie allen mitteilen können, dass wir kommen werden. Es gibt... Ich habe mir mal ein Video angeguckt zum Bösespielen. Ich habe mich an dieser Stelle so kaputt gelacht. Also ich habe nur eine Zusammenfassung von bösen Szenen gesehen, aber ich erkenne diese Stelle. Wenn ich jetzt sage, Sie sehen, was ich getan habe, ich glaube, dann sagt sie, ja, wenn ich fliehe, dann werde ich nur über die ganzen Leichen der Korgana fallen, die ich hier, die ich getötet habe. Warum sollte ich also fliehen? Das ist besser, hier zu bleiben. Es ist so geil. Organe lassen normalerweise niemanden einfach so gehen. Was hat der Werelock-Clan vor? Wenn sie jetzt abziehen, können sie ihren Kindern erzählen, dass sie den Werelock-Clan gesehen haben, bevor unser Bloodpack die Sterne erobert hat. Halten sie die Art noch für beeindruckend? Sie sind bemitleidenswert. Werelock Gold wird sie vernichten. Der Salarianer wird die Genophage heilen. Und der Verloc-Clan wird sich auf einem Meer von Blut über die ganze Galaxie ausbreiten. Sieht aus, als hätten sie erkannt, woran Malen arbeitet. Ein unglücklicher Umstand. Es muss nicht so ablaufen. Ich kann ja verstehen, dass sie die Genophage heilen wollen. Nein, Mel. Sie verstehen gar nichts. Sie haben die Berge von Kindern nicht gesehen, die niemals leben durften. Oh je. Den Korganen wurde Unrecht angetan. Wir werden alles wieder gerade rücken und Rache nehmen. Toll. Die halbe Galaxie betrachtet die Korgane als Opfer. Wenn sie einen Krieg anzetteln, werden sie jede Unterstützung verlieren. Wir haben das Bloodpack und wir haben den Salarianer.
Wenn unser Clan einmal in die Millionen geht, brauchen wir keine Unterstützung mehr. Oh je, oh je. Wenn wir die Genophage heilen, herrscht Verloc Gold über alle Kroganer. Und aus den kroganischen Rebellionen wird das kroganische Reich. Die überlebenden Spezies werden ihren Kindern Schreckensgeschichten darüber erzählen, was das Bloodpack mit den Turianern gemacht hat. Die Asari werden schreien, wenn ihre Zitadelle in die Sonne stirbt. Wir werden die Salarianer als Sklaven halten und ihre Eier als Delikatesse verspeisen. Wenn sie so dumm sind, nicht zu fliehen, werden sie zu den Ersten gehören, die wir zertreten. Für Verloc Gold! Angriff! Sie haben uns gesehen. Ich gebe zu, das war eine Geduldsprobe. Ehrlich, dass da jetzt nicht zu schießen, den hätten sie nicht richtig schön in Flammen gesetzt. Da nicht zu schießen, das war hart. Das ist echt hart. Also, boah. Ja, gut. Ihr Spasti. Na ja, komm hier. Meine Güte, es ist gerade laut. Habe ich ihn getroffen? Ja, danke, danke, danke. Ich sehe ja so gut. Oh nein, 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 nein. Na, 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 bleibst du da bloß weg. Achtung, ja. Mädel, Zielmodus, Fragezeichen? Idiot. Boah. Mann, oh Mann. Ja, den hätte ich da jetzt schön versemmeln können, verbraten, aber das wäre natürlich böse gewesen. Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Beziehungsweise die Denkweise dahinter verstehe ich nicht. Er macht uns hier nieder und droht damit hier allen weiß ich was anzutun und wir dürfen ihn hier nicht versemmeln. Das ist echt lollig. Naja. Das ist schon ganz schön krass. Da geht's vermutlich zu den Labors. Es riecht nach Desinfektionsmitteln. Das weist auf totes Fleisch hin. Okay, whatever. Naja, Desinfektionsmittel wird ja nicht immer für totes Fleisch benutzt. Oh, der... meine Fresse. 3000 Credits geborgen. Aktive Konsole. Enthält vielleicht nützliche Daten. Moment. Gensequenzen. Stabile Hormon-Mutagene. Proteinketten, lebendes Gewebe, geklontes Gewebe. Sehr gründlich. Behandlungsansätze sind Standard. Keine aggressiven Immunsuppressiva zur Änderung des Hormonspiegels. Gut. Wäre schlimm gewesen. Die meisten Leute würden die Entwicklung einer Seuche, die steril macht, nicht so gleichgültig abtun, Mordin. Nicht Entwicklung, Modifizierung. Viel schwieriger. Arbeit innerhalb der Grenzen der bestehenden Genophage. Hundertfach komplexer. Fehler nicht akzeptabel. Könnte totale Sterilität und bösartige Tumore verursachen. Könnte sogar Effektivität vermindern. Schlimmer als nichts zu tun. Mussten Kroganer-Population stabil halten. Einer von tausend. Perfektes Ziel, optimales Wachstum. Wie beim Gartenbau. Reden Sie es ruhig schön, aber es geht um den Mord an Millionen von Lebewesen. Nein, habe niemanden ermordet. Fruchtbarkeit wurde modifiziert. Ausbildung des Nervensystems im Fötus unterbunden. Habe viele getötet, Shepard. Mit vielen Methoden, Schusswaffen, Messer, Drogen, Deckangriffe. Einmal mit Landwirtschaftsmaschinen, aber niemals mit Medizin. Landwirtschaftsmaschinen? Er meint wohl einen Traktor oder einen, was weiß ich, oh mein Gott. Oder was weiß ich, was der Kerl meint. Ich weiß nicht, was in seinem Hirn vor sich geht. Sie behaupten also, Sie hätten ebenso viel Mühe darauf verwendet, dass die Population nicht absinkt? Ja, hätten Kroganer ausrotten können. Kein Problem. Mehr Mutation schwächt die genetische Struktur noch stärker. Haben uns dagegen entschieden. Auslöschung der Rachni tragisch. Sollte sich nicht wiederholen. Jedes Leben wertvoll. Universum braucht Vielfalt. Wir werden Malen nicht finden, wenn wir Konsolen anstarren. Los, weiter. Hm.
Ja, also man, das Ding ist, Wissenschaftler sehen nun mal alles wissenschaftlich. Und von daher haben die oft eine andere Meinung, was solche Dinge halt angeht. Hacken, schon wieder hacken. Orange-weiß, orange-blau. Nee, auch nicht, auch nicht. Nee. Ich bin schon wieder blind. Da. Nein, da wollte ich nicht drauf. Scheiße. Ich bin heute zu langsam. Aber ich kann es öfter hacken. Doll. Ja, eine Menge Grün. Okay, manchmal klappt es halt ganz gut, manchmal klappt es irgendwie gar nicht. Das könnte nützlich sein. Hui. Geil. Na, was kommt jetzt wieder? Wieder irgendein Bericht, den ich überhaupt nicht verstehe. Toter Corgana, weiblich. Tumore deuten auf Experimente hin. Keine Fesselung, eine Freiwillige. Sterile Werlock-Frau unterzog sich freiwillig Experimenten. Aus Hoffnung auf Heilung. Sinnlos. Sinnlose Verschwendung von Leben. Ich hatte nicht erwartet, dass sie der Anblick einer toten Kroganerin aus der Bahn wirft. Was? Warum? Wegen der Genophagearbeit? Irrelevant. Nein. Ursächlich. Habe nie mit lebenden Kroganern experimentiert. Nie mit Medizin getötet. Ihr Tod ist nicht mein Werk. Habe nur darauf reagiert. Ziel war Stabilisierung der Population. Wollte das nie. Kann es logisch nachvollziehen. Ist dennoch unnötig. Dumme Verschwendung von Leben. Hasse diesen Anblick. Ich dachte nicht, dass Sie mit Sachen wie diesen allzu viel Kontakt hatten. Waren Sie nach dem Freisetzen Ihrer Seuche noch einmal auf Tuchanka? Jährliche Aufklärungsmissionen. Wasser, Gewebeproben. Sicherstellen, dass keine Fehler passieren. Vorgesetzte haben Weiterführung angeboten, aber abgelehnt. Muss es selbst sehen. Muss begutachten. Muss betrachten. Es als notwendig akzeptieren, das kleine Bild sehen, mich daran erinnern, warum ich eine Klinik auf Omega betreibe. Ruhen Sie, junge Mutter. Finden Sie Ihre Götter und einen besseren Ort. Spiritualität hätte ich von Ihnen nicht erwartet, Mordin. Projekt zur Modifikation der Genophage hat Millionen von Leben verändert. Dann kam das Resultat. Ego und Demut nebeneinander, Zerbrechlichkeit des Lebens. Größe des Universums. Nach Abschluss der Arbeit Religionen befragt. Verschiedene Spezies. Keine Antworten. Viele Fragen. Sie versuchen doch nur mit Ihrem schlechten Gewissen klarzukommen. Der Arzt, der Millionen von Leben ausgelöscht hat. Projekt zur Modifikation der Genophage war groß angelegt. Wissenschaftlich brillant. Aber ethisch fragwürdig. Reaktion der Corgana. Schrecklich. Tragisch. Nicht schuldig, aber verantwortlich. Bin ausgebildeter Arzt. Genophage beeinflusst Fruchtbarkeit, tötet nicht. Dennoch habe ich es verursacht. Blick aufs große Ganze durch Leichenhaufen erschwert. Können Sie das wirklich alles rational wegargumentieren? Wie rechtfertigen Sie es? Rat des Lebens. Beliebte Idee bei Salarianern. Ähnlich wie Hinduismus bei Menschen. Konzept der Wiedergeburt. Einladend, das Leben als endlos zu begreifen. Fehler im nächsten Leben korrigieren, lernen, anpassen, verbessern. Ich kann nicht glauben, dass das Leben hier endet. Zu große Vergeudung. Habe noch viel anzubieten. Muss Fehler korrigieren. Hier kann nicht das Ende sein. Könnte noch so viel bewirken. Wenn Sie so sehr in sich gehen müssen, um darüber hinwegzukommen, war die Genophage vielleicht doch ein Fehler. Es musste getan werden. Rachni-Kriege, kroganische Rebellionen. Alles deutete auf Aggression durch Kroganer. So viele Simulationen. Effekte des Populationswachstums bei Kroganern. Alles deutete auf Krieg hin. Auslöschung. Genophage oder Genozid. Die Galaxie vor den Korganern retten, Korganer vor der Galaxie retten. Sie hätten stattdessen ein Heilmittel für die Genophage entwickeln können. Das hätte den Korganern Hoffnung gebracht. Sie hätten sich darüber gefreut. Das setzt menschliche Reaktion voraus. Funktioniert bei Korganern anders. Unwirtliche Umwelt, Möglichkeit zur Flucht.
Kampf. Hätte Tuchanka ins Chaos gestürzt. Sieger hätte Ökonomie im Kriegszustand gehabt. Blutrünstige Armee. Einzig logische Folge, galaktische Expansion. Mehr Krieg. Genophage hat Leben gerettet, die der Krieg vernichtet hätte. Tja,